Hallo, liebe Grashüpfer! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ÖRD in der Stammesphase und bei Let's Play Spore. Ethnografische Probenden, Animationen werden poliert. Ja. Flatterwackel. Wazoletski. Zungul. So. Wir versuchen es nochmal. Wir versuchen uns nochmal mit den Lila zu verbünden. Der Wendeldorf, ein Geschenk. Wir versuchen es mal, das Lavendeldorf zu beschenken, weil vielleicht klappt es besser als Krieg, weil Krieg bleibt immer gleich und Krieg bleibt immer doof. Nur damit ihr Bescheid wisst. Komm, geht's beschenken. Wir läuten. Sturm klingeln. Jetzt haben wir Sturm geklingelt. Wo bleiben wir denn? Ah, da kommen wir. N90 Nahrung ist auch gut. Vielleicht kriegen wir die dazu, dass sie neutral werden. Ja, Bade. Und? Ja, siehst du, wir sind ja gar nicht so unfreundlich. Wir sind ja ganz nett. Ist ein Löwe. Hammer. Hammer auch. Schakelacke. Hammer auf. Und jetzt? Nochmal fertig. So, Pinkdorf möchte uns ein Geschenk senden. Ja, dann gehen wir mal nachher zurück, unser Geschenk annehmen. Wir waren dieses Dorf hier. Und schnell zurückgehen. Lauft! Lauft, wir kriegen Geschenke! Ja, der Fischer ist lieb. Was ist mit dem? Jetzt sind wir gut drauf. Welche Drogen nehmen die? Dürfen wir die auch haben? Ich frage für einen Freund. Können wir Samenstöcke holen? Maracas, Didgeridoos haben wir. Wurfspeere, Angelstinger. Ja, oh, der Schamane Sis. Danke, Bro. Niemand da? Doch, doch, wir kommen gerade zurück. Yay. Hä, Geschenk? Na, nicht das. Naja, immerhin haben wir jetzt 100 Nahrung. Tja. Okay, nimmt das wieder mit. Egal. Hier geht's mal was essen. Sehr schön. Könnt ihr heute mal bitte was essen gehen? Machen wir es halt so. Essen passen. Kommt schon. Essen passen. Essen passen. Alle essen passen. Alle essen passen. So. Gut. Ich glaube, wir haben ausreichend schnabuliert. Wir make new friends now. So. Ha ja. Dann haben wir in 4 Folgen oder 5 Folgen Spore durchgespored. Die Stammesphase. Ja, das war voll geil. Brrr, Lugi!
So, jetzt geht's. Feuermacher. Der redet über Pfeffer und Salz oder keine Ahnung. Wo bleiben wir? Wir sind... Hier sind wir. Nice. Ja, ja, wilde Tiere wollen mein Futter. Das beachten wir dabei nicht. Didgeridoos. 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 Und Maracas. Juhu, 10 von 10. Wir sind jetzt Didgeridoo mit ihnen. Yay. Sternspummel. Es geht doch. Jetzt haben wir alle Stämme ohne Gewalt miteinander verbündet. Also. Oh, nice. Du hast das Lavendeldorf zum Verbündeten gemacht. Dein Totem ist vollständig. Du kannst jetzt in die Zivilisationsphase aufsteigen. Oho, hört, hört. Dein Stamm ist Alleinherrscher. Wenn du... ja, den Weiterentwicklungsbann... Statt zu gründen. Danach geht es zu den Designern, Bruder, dein Rathaus und dein... Super. Und weiter geht's. Deine Stammesstatistik hat deine frühere Ausbildung. Diese bestimmt den Kurs der Modernisierung und der technischen Entwicklung deiner Nation. Während deine Nation wächst, entwickeln deine Bürger einzigartige Werkzeuge, die dir helfen, dir deine Welt untertan zu machen. Setze sie weise ein. Seht ihr, wir haben es versucht mit Gewalt, aber wir sind sozial, wir sind freundlich. Das war's. Da nichts mehr? Okay, ab zur nächsten Phase. Mal schauen, was die jetzt dann machen. Und ich freue mich schon, wenn wir was Neues designen können. Dein Stamm beherrscht nun diesen Kontinent und kann von allen anderen die Entwicklung vom einfachen Dorf zum zivilisierten Stadtleben vollziehen. So, jetzt müssen wir unser Rathaus bauen. 50.000, okay. Ich würde sagen Bungalow, Spukheim, Maxwell, Deko-Toaster. Jetzt haben wir bauen hier mal ein Bungalow und nehmen das Bungalow, wenn das geht. Können wir das noch größer machen, ja genau, und dann ein bisschen so rüber drehen. So, ein bisschen höher, perfekt, so. Dann brauchen wir noch ein Dach. Was Rathausmäßiges. Ich finde halt immer, dass das so typisch Rathausmäßig ist. Das kleine und vielleicht etwas kürzer. So. Und hier oben machen wir dann ein solches Dach. Das machen wir dafür höher und das so. Einen Kamin brauchen wir nicht unbedingt. Wir müssen nicht so einen. Doch. Oder sollen wir einen Kamin machen? Ah, wir brauchen keinen Kamin. Aber eine Tür wäre nicht schlecht. Doppeltür. So, was typisch Amtmäßiges. So, zack. Ein paar Fenster dürfen natürlich auch nicht fehlen. Einmal. Zwei, geht's doch ein bisschen. Zweimal. So. Wollen wir natürlich noch ein paar Fenster hinten. Und auf der Seite ein paar Fenster. So, ich glaube, das geht so. Sherwood Banner. Bruder Tucker.
Machen wir noch einen Sherwood-Banner drauf. So. Noch ein paar Details machen. Ja. So ein Balkan her, Balkon meine ich. Na, ich glaube, das können wir dann. Hat. Haus. Den jetzt hinschreiben, ohne zu jeder Politiker auch. So, und fertig. Aber das machen wir mal nicht. Okay, es ist noch sehr farblos, sehe ich gerade. Ach, da kümmern wir uns schon drum. Ich sehe, die Illuminaten sind unter uns. Na, da habt ihr recht, ja. Ja, die Illuminaten sind unter uns. Ja, und sie haben Autos. Mit drei Rädern. Drei Radler. Drei Radler, oh mein Gott. Ich übersetze euch nur. Und sie backen gerne Kuchen. Hä, Kuchen? Haus. Illuminaten, Häuser, Autos, was auch immer. Und ein Feuerwerk. Yay. Wuhu. Bum, bum. Bum. Du trittst in die Zivilisationsphase ein. Yay. Ah, wir müssen ein Auto bauen. Okay. Kampfbereit. Lass mal sagen, wir machen den hier. So, das Cockpit. Mehr Gesundheit, Temper. Gibt's nicht eins mit. Tempo? Naja. Nehmen wir mal dieses Cockpit hier. So. So da. Und so. So, ich bin kein guter Autobauer, ich sag's euch gleich. Weil ich habe diese Reifen. Und wie schwebt mein Auto? Jetzt ist es am Boden. So. So, ja. Dann müssen wir das natürlich noch anfärben. Religiöse Stärke. Haben wir nur religiöse Sachen? Gut, na. So, da, Effekt. Scheinwerfer waren auch nicht so schlecht. Champions Lampe Sirene. Glückliche Tage. Na. Ja. So, und für hinten brauchen wir auch noch Lichter. Hinten kommt die Autorität.
So. Was haben wir hier noch? Ein Detail. Machen wir auch noch was dazu. Bugs plus was? Das ist aber riesig. Ganz so groß brauchen wir den aber nicht. So. So sieht's gut aus. Und einfärben. Und dann können wir weitermachen. Ja, warum nicht? Wir malen wie... Schauen wir mal. Nee, komm. Wir lassen doch dieses Design. Wir malen wie und sagen okay. Audo. So. Religius. Na, das ist der. Board D39 Religius. So. Keine Beschreibung, wenn mir nichts einfällt. Und ja, ich würde sagen, ist jetzt eh schon ein bisschen länger als geplant. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Ah, die Uhr hat irgendwas. Yay! Wir haben unser erstes Auto, yay! Das Zeitalter der Technologie und des Transportwesens ist angebrochen. Deine Stadt ist die erste auf dem Planeten, aber deine Spezies folgt nicht mehr auch nur dir. Schon bald werden andere Städte entstehen, erbaut von Vertretern deiner eigenen Spezies. Du musst sie um den Fortschritt vorantreiben. Okay. Machen wir dann später? Ja. Ja, gleich. Wir speichern hier mal und sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Spore wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Grazi. Haut rein, aber haut niemanden.